Hallöchen. Ich mache das mal kurz so. Das ist die Harmonie-Fernbedienung. Die habe ich schon mal auseinandergenommen und mal aufgemacht, wegen dem Akku, der da unter sitzt. Weil die hier, der Akku, der hält nicht lange. Der hält, weiß ich nicht, eine Stunde oder was, wenn ich damit ein bisschen rumspiele. Und jetzt wollte ich mal gucken. Eigentlich hatte ich, habe ich, ich habe erst vermutet, da wäre ein kleinerer Akku drin. Und zwar habe ich hier so einen Akku von irgendeiner Kamera, die ich mal gefunden habe. Habe ich erst gedacht, da wäre so ein kleinerer drin. Aber ich habe hier noch so von Fujifilm irgendwie so einen Akku. Und der würde so halbwegs reinpassen. Der hat jetzt 700 Milliampere-Stunden. Nun sehe ich hier drei Kabel, nicht dass das ein 7, und Volt Akku ist. Sollte ich mal weiter gucken. Ich wollte auch mal gucken, ob ich den Stromverbrauch davon irgendwie gemessen kriege. Aber bei drei Kabeln wird das ein bisschen problematisch. Und ich hatte ja gesagt, ich habe die Fernbedienung hier nicht am PC rangekriegt, weil er die nicht finden wollte, weil ich ja den Beamer damit noch irgendwie steuern wollte. Ach, da ist noch eine Schraube. Das Problem war aber nicht der Rechner und oder Windows, das war die Fernbedienung selbst. Ich glaube, die letzte Aktualisierung war im Februar letzten Jahres, hatte ich damit gemacht. Da hatte ich eine Fernbedienung hinzugefügt und dann wollte das nicht, und dann habe ich das Ding auf Werkseinstellung gesetzt. Komplett. Und dann ließ sie sich erkennen. Ja, ich will aber nicht die ganze. Ach, da muss ich das jetzt ja auch noch abschrauben. Da schraube ich das auch noch mal ab. Die ist ja so im Ganzen ist sie ja nicht schlecht. Mal da raus. Was haben wir denn jetzt hier? 1100 mAh, 3,7 Volt. Also 1100 mA. P minus, T und plus. Jetzt müsste ich theoretisch einen Amperemeter zwischen die Plusleitung hängen. Das könnte ich theoretisch mal machen. Wo habe ich das denn? Da habe ich den. Das müsste hinhauen. Ich würde das mal ausprobieren. Zusammenlöten kann ich es ja immer noch. Mikroampere, Milliampere. Das müsste ja eigentlich hinhauen. Mich würde nämlich interessieren, wie viel Strom die Fernbedienung wenn sie jetzt nur liegt und nicht bewegt wird, die hat einen Kippsensor drinne, wie viel Strom die da zieht. Das kann ich ja eigentlich gleich mal machen. Und wie viel Strom sie im Betrieb zieht. So, ist egal, ich schneide das jetzt durch. Einmal. Und zweimal. Klemme ich das mal ran. Das Multimeter. So. Gehen wir mal auf Milliampere und stecken den einfach mal wieder ran. Natürlich muss ich das auch richtig rum ranstecken. Ja, muss das unten gewesen sein.
13 Milliampere, sagt er jetzt. DC. Geht sie nicht an. Das ist natürlich doof. Geben wir der mal USB-Power. Also jetzt. Nimmt die jetzt natürlich keinen Strom. Ja, ihr seid jetzt live dabei. Verfälscht jetzt das Ampermeter? Oder was? Ja, die brauchen wir ein bisschen, bis sie startet. Vollständig aufgeladen. So, wenn ich jetzt den USB rausziehe. Jetzt auf Ampere gehen. Verbunden, aber ziehen wir noch mal ab, stecken wir noch mal ran. Tut sich da gar nichts. Wieso? Command A. Nochmal Ampere drauf. Ja, jetzt ist sie an. 250 mA. Also jetzt habe ich USB ist nicht dran. So, Fernsehen. Also so nimmt sie jetzt 200 Milliampere, so würde ich jetzt mal so behaupten. Geh mal auf den Epson-Projektor. Geh mal auf Power. Sagen wir mal so 300 Milliampere. Zieht die aus dem Akku. So. Jetzt lassen wir sie mal in Standby gehen. Jetzt haben wir Power weg. 4 Milliampere. Und wenn die jetzt aber nur gerade mal ein, zwei Stündchen hält, machen wir es mal ab. Kann man sich das ja eigentlich ausrechnen, ne? Muss ich kann ich ja Handy nehmen, ne? Nee, geh mal hier.
Werkzeuge, Rechner. So. Also bei 1100 Milliampere Stunden, sagen wir mal 1000 Milliampere Stunden durch 300 Milliampere Stunden. Was bin ich jetzt? Mach mal weg. Ich habe 1000 Milliampere Stunden. Ja, dann müssten das so 3 Stunden Dauerbetrieb sein. Bei 4 Milliampere Stunden, also 1000 durch 4 Milliampere, wird sie im Standby 250 Stunden halten. Tut sie nicht. Also die liegt höchstens 2 Tage unbenutzt und dann ist sie auch schon wieder fast leer. Und im Betrieb ja 3 Stunden dauerhaft, das hält die nicht durch, das macht die nicht. Also der Akku hat wohl, glaube ich, schon gelitten. Nur, ja, aber jetzt ein 700 mAh Stunden da reinsetzen, das ist ja natürlich auch blöd. Es könnte sein, dass ich noch einen anderen Akku habe, der passen könnte. Was haben wir hier? Nickel-Metall-Relais. Da 1200 mAh Stunden sagt er mir bei dem. Da waren wir auf so einer Powerbank Geschichte. Ja, und das Kapton Tape, das habe ich jetzt leider nicht. Also da ist auch noch Saft drauf. Also Kapton Tape habe ich jetzt leider nicht. Das müsste ich eigentlich, das bräuchte ich jetzt eigentlich. Aber vielleicht geht auch normales Klebeband. Machen wir hier den Strom an. Den Lötkolben. Jetzt messen wir gleich mal die Spannung, was der Akku hat. Das 3,88 Volt, oh. Zumindest ist der nicht unterladen. So. Der liegt aber auch schon ziemlich lange hier. Machen wir das Kapton Tape ab. Ich will mal gucken, ob da was ist. Wie der aussieht. Da haben die jetzt hier noch irgendwie so ein Klebeband hier mit drum. Scheint auch eine Sicherung mit zwischen zu sein. Da ist keine Elektronik zwischen.
Also keine diese, die, keine diese, die, also nicht diese Schutzschaltung. Ich zoome mal drauf. Da ist ja diese Schutzschaltung zwischen. Und die ist hier nicht vorhanden. Das ist aber auch gar nicht mal so schlecht. Dann kann ich die nämlich da rausnehmen und hier reinlöten. Also da reinlöten. Dann müsste das passen. Dann müsste auch von der Höhe her passen. Ich kann ja mal den unterschieben. Toilettenpapier aus der Fernbedienung. Irgendwann war da schon mal bei gewesen. So, jetzt sag mal hier, so dass ich den da mal drunter krieg. Geht. Den kriege ich da rein. Gut. Den kriege ich da rein. Der ist minimal ein bisschen höher, das macht aber nichts. Also würde ich das jetzt hier ist nämlich der eine Anschluss und der andere, der geht direkt aufs Kabel. Der eine Anschluss, der geht da drüber und der andere geht hier auch direkt aufs Kabel. Würde ich jetzt off-cam einmal umbauen. Das kriege ich jetzt hier, glaube ich, im Video nicht hin. Und da kriegen wir das hin. Gehen wir da beiseite. Das ist Minus. Das ist Plus. Dann mal einmal gucken. B plus, B minus. Das ist ja hier drinne. Ich gehe mal zurück, damit ihr was sehen könnt. Ab hier. Wie gesagt, so ein Kapton-Tape habe ich leider nicht. Das habe ich aber auf der Amazon-Wunschliste. Das könnte man ja höchstens vielleicht mal sponsoren. Oder ich bestelle mir das noch die Tage mal. Wo ist jetzt hier ein Anfang, wo ist hier ein Ende? Mach kaputt, was dich kaputt macht. So, ganz einfach. Machen wir das so. Machen wir das so. Man könnte es auch erkennen. Da ist diese Akku-Schutzgeschichte dran. Die brauche ich ja. Kneifen wir das einfach mal ab. Einmal, dann löten wir das da direkt drauf. So, und da.
So, da haben wir die Schaltung. Den Akku klebe ich noch ein bisschen ab, der ist ja noch nicht total tot. Und machen wir das hier. Das Plus. Nee, kein Kurzschluss machen. Schneiden wir das mal ab. Da steht auch Plus und Minus drauf. So. Ein bisschen anders abkneifen müssen. Mal was gucken. Ja. Plus ist direkt durchverbunden. Und Minus. Ja, Minus wird geschalten. Also macht das nichts, wenn ich den... Ja. Gut. Löten wir das mal an. Jetzt guckt ihr einfach dabei zu. Ist ja scheißegal. Könnt ja vorspulen an den passenden Stellen. Oder ich versuche es ein bisschen in Kategorien zu machen. So. Blob. 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 So. Einmal. Bloppen wir das von oben da auch noch mal drauf. So. Dann ist das erledigt. Löten wir das Kabel noch zusammen. Mal gucken, ob ihr das mal sehen könnt. So, ja, Akku ist kalt. So, die Schrumpfschlauch.
Jetzt muss ich noch mal gucken, ob ich Schrumpfschlauch finde, der noch dünner ist. Die Kiste mit meinem ganz dünnen Schrumpfschlauch ist leider leer. Ich habe jetzt nur noch, was ist das hier, 2 mm Durchmesser. Steht es hier drauf? Keine Ahnung. Das kleinste ist 2 mm Durchmesser. Ich glaube, ich hatte mal 1 mm Durchmesser. Schrumpfschlauch. Ja, muss gehen. Ich glaube, der schrumpft relativ stark. Kann ich jetzt aber nicht genau sagen, ob das wirklich so ist bei dem. So. Nee, so doll ist er nicht. Aber ein bisschen ist er. Ein bisschen ist er zurecht geschrumpft. So. Ich steck den mal ran. Ich gucke, wir mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Da macht er nichts. Einmal Strom extern. Gut, USB habe ich wieder abgezogen. Startet. Dauert immer ein bisschen. Mal gucken, was sie mir jetzt anzeigt. Halbvollen Akku. Okay. Mach mal ab. Akku funktioniert. So, jetzt muss ich das ein bisschen abkleben. Ich habe jetzt ein Stück von dem Klebeband aufgehoben. Das klebe ich da jetzt einfach mal so ein bisschen drüber von den Karton. So. Das sollte so hinhauen, denke ich mal. Glaube ich. Werden wir gleich sehen. Ich setze es jetzt da rein. So. Gucken, dass ich den Akku da auch passend reinkrieg. So. Schrauben wir das einmal an. Sollte so passen. Dann muss die ja nur wieder zugehen.
Da war eigentlich noch ein Gumminupsi hinten drinne. Aber den habe ich irgendwie bei einem Mal rausgerissen, weil ich da sonst kein USB reingekriegt habe. So, USB ran. Sie startet USB ab. Also ist kein USB dran, sie startet. So, halb vollen Akku wird aufgeladen. Und ich meine, ich konnte, während sie aufgeladen wird, auch benutzen. Aber ich lade sie jetzt auf und hier irgendwas zu sehen? Nee. Ich lade sie jetzt auf und wenn sie vollständig geladen ist, werde ich mich noch mal wieder melden. Bis nachher gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt ist sie auch vollständig aufgeladen, aber eine Sache ist mir jetzt gerade aufgefallen. Sie brummt nicht mehr. Sie vibriert nicht mehr. Mit Vibrator ist sie ja dann noch ein bisschen mehr stromhungriger, aber das Vibrieren, das wäre gar nicht mal so verkehrt, weil ab und zu habe ich doch das Problem, dass man das nicht merkt, dass sie nicht vibriert. Also, dass sie da irgendwie was anhat. Mal gucken, was ich da wieder aufkriege. Sie vibriert nicht mehr. Ja, was hat das Laden jetzt gedauert? Eine halbe Stunde circa. Hat sie jetzt aufgeladen? Auch da. So, da ist der Vibrator. Da ist der Vibrator drinne. So, den muss ich natürlich wieder anstöpseln, bevor ich sie zumache. So, angestöpselt. Ja, jetzt vibriert sie wieder. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Nimmt der überhaupt auf? Ja, der nimmt auf. Ja, denn ab und zu habe ich das Problem, da kannst du drücken, wie man will, und da vibriert nichts. Und dann hat er auch den Befehl nicht ausgeführt. Und beim Vibrieren merkt man dann, ah, er hat den Befehl mit ausgeführt. So, schrauben wir das hier mal wieder zusammen. So. Aber hier irgendwie das Touch, das funktioniert ab und zu manchmal nicht. Was ist denn das hier? Selbst korrigieren, Einstellungen, Fernbedienung, LCD. Passen die Dezember für das Display an. LCD-Sperre. Mach mal weg, ich will keine LCD-Sperre. Das ist manchmal Tastenbeleuchtung kann eigentlich komplett runter. Ja, ist klar. Kriege ich das nicht hin? Jetzt habe ich sie. Und die Helligkeit vom Display kann auch runter. Zeit einstellen. Was haben wir es denn jetzt? 14:18 Uhr. Ja, mach so, mal 14:17 Uhr ist egal. Jetzt hat sie vibriert.
hat sie sich aufgehangen oder was? Oh. Das habe ich auch ab und zu mal, dass sie denn einfach nicht will. Wird aufgeladen, ja. Vollständig aufgeladen. Ja. Jetzt wieder noch ein bisschen wackler. Jetzt hat sie sich total aufgehangen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die App noch mal drauf kriege. Ja, mach. Auf, ich brauche das Passwort, brauche ich die Liste, Suche, Logitech, kopieren, einfügen. Die ganzen Passwörter kann ich mir nicht mehr merken. Die sind 28-stellig, groß, klein, numerisch. Hast du nicht gesehen? Oh. Wieso was denn jetzt schon wieder? Anmelden. Jetzt. Na, fangen wir. So, mal die Fernbedienung anstöpseln. Düt. Liste der Fernbedienung. Bitte warten, wenn Änderungen gespeichert werden. Änderungen werden gespeichert oder synchronisiert. Dann könnt ihr mal sehen, wie... Geräte, die sind drinne, Aktion, Tasten, Favoriten, Einstellung, Sprache Deutsch. Hintergrund der Fernbedienung. Abbrechen. Abmelden, ja. Trennen Sie die Verbindung nicht. Mhm. Ja, aber jetzt habe ich sie nicht mehr auf. Jetzt trenne ich aber die Verbindung. So. Egal. So, fangen wir nochmal an. Einstellung, Fernbedienung, LCD-Sperrzeit, fertig. Sperren Fernbedienung, drücken Sie und halten Sie, dann sperren die Exit-Taste.
Einstellung, Fernbedienung, Hintergrund, Abbrechen, Helligkeit ist auch, Vibration, das ist besser. Kippsensor. Kannst du ausmachen. Den brauche ich nicht. Sonst gehst du nämlich bei jeder Bewegung an. So, Zeit einstellen. Probieren wir es nochmal. Ne. 14 Uhr. Und jetzt hat sie sich wieder aufgehangen. Also Zeit kriege ich nicht eingestellt. Warum auch immer, ich kriege die Zeit nicht eingestellt, aber das brauche ich auch nicht. Schlafmodus. Ne, brauchen wir nicht. So. Sollte hingehauen haben. Ihr habt es gesehen. Ich habe jetzt noch die Helligkeit und den Kram runtergestellt. Dann geht das Display aus. Und wenn ich sie in die Hand nehme und wackel, geht sie nicht an. Das ist gut. Und jetzt. Vielleicht kommt noch ein Update, wie lange sie dann jetzt erhält, weil manchmal ist das echt nervig. Du nimmst die Fernbedienung, willst was umschalten, Akku leer und dann geht sie nicht. Das ist schlimm. Du hast sie gerade einen Tag vorher aufgeladen, nimmst sie einen Tag später in die Hand, willst was machen, geht nicht. Wenn sie jetzt hier mal länger liegt, ich brauche sie nicht immer, ich brauche sie selten. Aber wenn sie länger liegt, ist klar, dann weiß ich, okay, jetzt ist sie leer. Aber wenn ich sie gerade aufgeladen habe und einen Tag später nochmal benutzen will und die dann gleich wieder leer ist, das ist halt scheiße. Gut, dann danke fürs Zugucken. Ich habe erst gedacht, das wäre so ein kleiner Akku, hatte ich nicht mehr im Kopf. Aber gut, dass ich da noch so einen Akku gefunden habe dafür. Das hier war irgendwie so eine Art Powerbank für Handy, da war noch irgendwie so ein Flachbandkabel dran, ne? Mit einem bestimmten Stecker dran, ne? Weiß ich nicht. Aber egal. Und die Buchse hat einen kleinen Wackler da drin. Aber es macht nichts. Ich merke ja, wenn sie aufgeladen wird oder nicht. Gut. Aber für diejenigen, die auch eine Harmony haben und die mit der App wieder konfigurieren wollen und der PC kann sie nicht finden. Es dauert Ewigkeiten, bis er mal anfängt zu dingeln und dann zu sagen, Gerät konnte nicht initialisiert werden oder so in der Art und Weise. Ich weiß jetzt nicht, wie es da stand. Oder konnte Gerätetreiber oder Geräteinformationen nicht abrufen oder sowas. Dann die Fernbedienung über Menü, Einstellung, allgemein zurücksetzen. Auf zurücksetzen gehen, kann man das lesen. Dann setzt ihr die ganze Fernbedienung zurück. Ich glaube, die eingespeicherten Fernbedienungen bleiben bestehen und das anders. Aber dann bei mir ging sie dann wieder. Ich bin hier bald verrückt geworden. Ich habe einen Laptop rausgeholt, ich habe mein Windows neu gemacht. Ich habe versucht, die unter Linux über USB zu finden. Ich habe sie an Linux an USB angestöpselt. LS-USB. Erstmal hat es eine ganze Ewigkeit gedauert, bis der aufgelöst hat. Aber nicht mal Linux hat die mehr gefunden. Und Linux findet eigentlich so ziemlich jedes USB-Gerät. Auch wenn ich keine Treiber dafür habe. Aber es gibt dann irgendwie im USB irgendeinen Namen. Zum Beispiel meine Tastatur hat als Name SB irgendwas, obwohl die ganz anders heißt. Also Linux findet das eigentlich immer. Aber die hat es auch nicht gefunden. Erst nachdem ich die zurückgesetzt habe
Oder ich hatte sie komplett auf Werkseinstellung und sowas, habe sie komplett nochmal neu gemacht. Weiß ich jetzt nicht. Und dann ging's. Gut, aber ich hoffe, die hält jetzt mal wieder ein Stück länger. Ich könnte ja mal den Akku. Ach, das ist die Lampe. Ich wollte gerade sagen, warum ist der Akku warm? Aber das kommt durch die Lampe, weil die da auf der Lampe lacht. Weiß ich nicht. Den Akku mal an einen Tester hängen und gucken, wie viel Saft die wirklich noch hat, wie viel Kapazität. Wenn ich den so mit, sagen wir mal, 300, 350 Milliampere die Stunde leer lutsche. Okay. Dann tschüssi und bis zum nächsten Video.